tüten wir die auch nochmal ein. Dann holen wir jetzt noch 4 rote. Und dann gehen wir von allen Seiten auf den los. Zum Glück ist das hier ja human gesetzt. Wir können uns jederzeit Personal rufen. Können auch ein Leben dazu holen. Angesichts der Gegnerscharen, die er einem hier hinsetzt, ist das auch ganz praktisch. So, gut. Geh du weg, blödes Insekt. Matschekäfer. Komm her. Auf die Ömme. Naja, er macht das schon. So, und ihr stellt euch hier hin. Verteidigt sie und erledigt dieses Ding. Na kommt. Zum Glück gehen die nur auf mich los. Na? Naja, und zum Anfang machen sie es. Hm? Alles geht. Ach komm, wir helfen mal ein bisschen nach. Brenn, du Schweinehund. Wäre schön, dass wir noch 10 Weiber im Turm haben. Das Gejammer nimmt kein Ende mehr. Das fängt jetzt erst an. So, sinnlose Schergen opfern. Yay! Oh, wow, 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 wow. Das war doch nur als Scherz gemeint. Scheiße. Naja, gut. Wir haben hier nur 2 verloren. Ist nicht so schlimm. Später wird's richtig schlimm. Meine Inkompetenz kennt keine Grenzen. So, bringt er ihr leichtes Reisegepäck? Das ist dein leichtes Reisegepäck? Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du umziehst. Wahrscheinlich das gesamte Schloss einpacken. Das bringt's dann auch richtig zum Umziehen. Hm? Na komm, opfern wir lieber einen von denen. Die rüsten sich ja nicht so auf wie unsere Braunen. Warum ich das jetzt mache? Einfach weil ich es kann. Ich glaube, jetzt passiert sowieso nichts Weltbewegendes mehr. Ja, was ist denn los, Jungs? Kommt ihr da nicht durch, oder? Wenn ihr nicht möchtet, dass eure Haut fault und abfällt, solltet ihr besser mein Gepäck suchen. Bitte. Auf nach Rauschingen! Mein Gepäck? Ihr und eure Engelchen habt es gefunden. Engel? Ich dachte, ihr wärt nicht wirklich zu viel Nütze, aber ihr habt mich eines Besseren belehrt. Jemand wie ihr könnte jemanden wie mich gebrauchen. Auf geht's. Geh in die Küche und mach Sandwich. Nam nam. So, das wird jetzt ein heiteres Getümmel geben. 10 Damen plus eine. Eieieiei. Warum habe ich mir das jetzt eigentlich angetan? Das ist also euer Turm. Hm. Da ist einiges zu tun. Ich würde mal sagen, da hat sich einiges getan. Herren, wir haben es geschafft, die Privatgemächer wieder zu öffnen. Die Schergen bringen Miladys Gepäck dorthin. Wenn ihr nach Himmelsspitze geht, könntet ihr vielleicht herausfinden, wodurch die Seuche verursacht wurde? Ich sehe lieber oben nach. Nicht, dass die kleinen Lieblinge meine Sachen aufessen und Bauchschmerzen bekommen. Gebt mir ein wenig Zeit, damit ich für Ordnung sorgen kann. Und kommt danach. Ich setze den Kessel auf. Wofür? Seid gegrüßt! Na, wo ist er denn? Komm mal her. Gebieter der... So. Na Mädels, wie geht's euch? Retter des Fräuleins in Not! Ach, halt doch mal die Klappe. Ist ja schlimm mit dir. Mensch, aber die haben hier ordentlich Ordnung gemacht. Hm? Anführer der Feurigen. Ich kann mir das Geschwafel von dem nicht anhören. Bloß weg hier. Ah, da seid ihr ja. Eigentlich bin ich anderes gewohnt als diesen Ort. Aber ich werde einfach das Beste daraus machen. Lasst mich euch herumführen. Es gibt hier nicht viel zu sehen, aber wenn man ordentlich putzt, wird es sicher ganz nett. Schnucki, die Salatbeilage sollte eigentlich nicht an den Wänden wuchern. Nur so ein Tipp von mir, also, es sieht ja hübsch aus, aber, Hieraus könnte man gut etwas machen.
Ein Schlafzimmer, ein Speisezimmer und sogar einen privaten Verhörraum. Yay. Dieser Bereich hier würde eine tolle Schatzkammer abgeben. Dieser Bereich ist eine gute Schatzkammer. Zur Geltung bringen. Ihr habt doch Reichtümer, oder? Bleib aus meinem Sparschwein draußen. Dies hier ist das Herzstück eures bösen Territoriums. Ich habe aus allem Möglichen, was so herumlag, ein Modell eures Turms gebaut. Ich bin ziemlich einfallsreich. Oh ja, doch. Kann man angucken. Hey, Moment, ist das nur meine Nagelfeile? So, hier können wir unseren Turm ein bisschen dekorieren. Hat eigentlich nicht wirklich was Großartiges zu bedeuten, aber... Gucken wir doch mal. Schergenflagge Triumph. Zerlumpt? Nee. Partisanenkrone. Gekauft. Sehr hübsch. Gute Wahl. Jupp, sieht auch gar nicht aus wie von Sauron geklaut. Schmieren, Wächter. Teppich. Oh ja, Teppich. Ja. Gebt nicht all euer Geld auf einmal aus, Herr. Geh in die Küche und mach mir ein Sandwich. Palisaden wird man eh nicht sehen. Ach komm, Overlord-Flagge. Ah, das ist genau richtig. Ist ja auch mein Name drauf. Chimärenstatuen, die finde ich schön. Davon kann man nie genug haben. Naja, man sollte immer eine im Lager haben. Man weiß ja nie, wer zu Besuch kommt. Palisaden, ach, ja komm. Denkt an die Inneneinrichtung. Immer musern. Kaiserlicher Thron? Ja. Ihr habt ein Gespür für solche Dinge. Ich weiß, ich bin ein richtig guter Inneneinrichter. So. Dann. Komisch, eigentlich war es doch so, dass ich dann der Umhang, den er trägt, den aktuellen Fahnen anpasst. Sehr seltsam. Dann kommt wahrscheinlich erst mit der nächsten Rüstung. Ist das Gott, was ist mit dir los? Du schnaufst so komisch. Hast du Asthma? Ja, doch. Langsam aber sicher. Schöner Kamin. Und da will den Raum draus machen. Bist du denn das erstens Frau? Also, nee. Hier könnte man einen schönen Monopoly-Raum einrichten. Für böses Monopoly. Aller Devil May Cry 4. Schnucki, ich habe Arbeit für dich. Mach mein Bett. Was ich mich jetzt allerdings wundere, ich meine, guckt ihn nur mal im Größenverhältnis zu dem Bett an. Wie zur Hölle pennt der da drauf? Der hängt doch mit der Hälfte drüber. Ich verstehe das nicht. Nee, keine Ahnung. Kein Verständnis. Ich frag auch nicht. Wahrscheinlich ist er der Origami-Mann. Er faltet sich einfach so zusammen, wie er es braucht. Ja. Ganz sicher. Gut, auf jeden Fall haben wir die Ecke auch schon mal gesehen. Sprengmeister von Wilfried Mansk. Und Quäler von Shadow Soul. Aber mal nicht übel, wie schnell die hier gebaut haben. Ich meine, vorhin war hier alles noch Baustelle. Die müssen gerochen haben, dass ich eine Frau mitbringe. Ach, ihr seid so gut zu mir, Jungs. Also dafür, dass ihr hier putzen soll, steht die ganze Zeit nur doof in der Gegend rum und schaut heiß aus. Wenn dieser Gnarre mich noch einmal komisch ansieht, brate ich ihm eins über. Oh. Wenn dieser Gnarre mich noch einmal komisch ansieht, brate ich ihm eins über. Bloß weg hier, die halten die Klappe nicht. Gut. Och, meine Güte, Kleiner, halt doch jetzt einfach mal die Backen. Ernsthaft, ich krieg schon wieder Aggression bei denen. Gut, ich schätze mal, für heute dürfte das ausreichen. Beim nächsten Mal werden wir uns mal nach Himmelsspitze umgucken. Ja, ich verfluch dich auch. Gut, in dem Sinne dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Overlord. Bye, bye.